Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour. Wir machen weiter mit der Story oder mit ein paar Duelle. Ich habe auf jeden Fall mir überlegt, dass wir heute ein bisschen Packs kaufen können. Ne? Ich glaube, wir bekommen so 5 oder so oder 4. Ich meine, wir haben so 500 Kyber Corporation Punkte. Das heißt, eventuell können wir uns ja vielleicht 5 oder so kaufen. Und uns in dieser Folge unser Deck vielleicht ein bisschen erweitern oder verbessern, je nachdem, was wir bekommen. Schauen wir mal. Ich glaube auch nämlich, dass die Gegner natürlich nicht einfacher werden, ne? Eher schwieriger. Deswegen, wenn wir ein bisschen bessere Fallenkarten hätten oder Zauberkarten, wäre ja nicht schlecht. Deswegen, lass mal kurz gucken, was wir uns denn gönnen könnten. Wir haben, ach guck mal, wir haben 400, okay, gut 500. Ich will einfach mal sagen, dass wir alle eine, also ein Pack von allen holen, oder? Warum nicht? Was ist das holen? Einmal. Leider kann man nicht mehrere auswählen, man muss immer eins wählen, habe ich das Gefühl. Also, bisher habe ich es so wahrgenommen, dass man nicht mehrere wählen. Das ist gut. Man-Eater-Bug ist ganz nice. Das kann es natürlich helfen in schwierigen Situationen. Ansonsten war hier jetzt nicht viel bei, wo ich sagen würde, geil. Deswegen, aber cool. Man-Eater-Bug ist schon mal nice. So, nehmen wir das noch mal mit. Das sind doch nur 4 Packs hier, Leute. Ne, 3. 3 Packs, wenn es wäre ungefähr. Mehr leider nicht. Battle Ox ist auch gut. Und Kuribo, Leute. Kuribo. Nice, auch nicht schlecht. So, dann noch mal das Pack. Und dann haben wir auch kein Geld mehr eigentlich. Dann war es das schon. Dann haben wir kein Geld mehr. Haben zwei gute Karten bekommen. 2, 3. Soa. Legendär die Karte. Legendär. Okay. Das war das große, Anführungsstrichen, Pack-Opening. Oh, sorry. Was wir jetzt gemacht haben. Wir werden unser Deck direkt bearbeiten, denke ich. Weil ich würde gerne Man-Eater reintun. Und Kuribo weiß gar nicht. Boah, das Deckmenü erstmal gucken, was hier abgeht. Ist das unser Deck? Das ist der Deck, oder? Okay, was kann denn raus? Ich denke, sowas kann raus. Hier Battle Ox zum Beispiel. Aber das hier, ne? Also das kann raus, definitiv. Haben sogar zwei. Ne, haben wir den mehrmals drin? Boah, ich muss jetzt mal das Deck checken, das Menü checken hier, Leute. Ah, hier, okay. Truhe wahrscheinlich. Ist es. Okay. Ja. Erstmal, wie kann man zum. Geht das so? Ah, das ist, glaube ich, besser, oder? Bisschen, das gefällt mir besser schon mal. Wie kann man denn zum Menü wechseln? Nee, das ist sortieren. Also ich klicke jetzt mal ein bisschen durch, nicht wundern. Das ist nicht. Das auch nicht. Das vielleicht? Nee, auch nicht. Auch nicht. Hä, Leute, wie kann man denn da hinwechseln, Leute? Man muss mit der Maus machen, kann das sein? Weil es Touch ist mäßig? Ah, guck mal, weil es Touch ist. Deswegen. Ah, das ist halt einiges, okay. Okay, wir müssen das mit der Maus machen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben. Also, wir können erstmal reintun. Battle Ox. Denke mal, das macht Sinn. Und dann können wir eigentlich. Warte mal, dann wollen wir, was wollen wir noch haben? Wir wollen auf jeden Fall. Ja, hier Man-Eater Bug haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich. Eine Monsterkarte raustun. Oder die Falle hier, ne? Weil die Falle. Ah, schwierig. Die gute Verteidigung. Ja, komm, wir tun Hero raus. Wir tun ihn raus. Ich denke mal, das passt. Okay, dann Man-Eater rein. Maus ist besser. Ich mach's nur mit Maus, Leute. Scheiß drauf. Ich mach's nur mit Maus. Maus ist besser angenehmer gerade. Eigentlich kann ich auch mit Maus spielen, ne? Das glaube ich auch ein bisschen besser. Ich spiele halt mit Controller. Also mit Xbox-Controller. Aber lass mal mit Maus spielen. Mit Maus ist ein bisschen besser, denke ich. Sogar. Bietet sich eigentlich an, oder? Ja, komm. Kuribo weiß nicht. Kuribo kann uns natürlich helfen. Definitiv.
Aber was wollen wir raustun dafür, ne? Was wollen wir raustun dafür? Schwierig. Ich würde auf jeden Fall ein Monster raustun. Dafür. Ja, komm, ich glaube, die hier ist nicht so nötig, oder? Was kann die hier? Ja, komm, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Tun wir die mal raus. Und packen wir viel Kuribo rein. Erstmal, mal schauen. Aber der ist auch gut hier. Der ist auch gut. Kochi. Können wir auch mal rein tun, weil wir haben ja viele schwache Karten. Die hier zum Beispiel kann dafür raus. Aber haben wir noch was Schwächeres? Biberkrieger, ne? Ja, Biberkrieger, komm. Legendär, aber. Raus damit. Dann kommt das rein. Ja, Leute, schon gut upgegradet das Deck, oder? Soa würde ich jetzt mal nicht mit reinnehmen, weil Soa, ja, weiß nicht. Soa könnte natürlich für das hier gut sein, weil es hat auch, wie viele Sterne hat das Ding? 7, glaube ich, ne? Ich glaube 7 sogar. Könnten wir sogar das raus tun eigentlich, weil Soa ist halt deutlich stärker. Zumindest mal erstmal, ne, bis wir dann 6 Sterne haben. Na komm, dann tun wir die Slot-Maschinen raus und packen Soa rein. Let's go. Was kann die nochmal funktionieren, ne? Mit jeder Karte kann die funktionieren, glaube ich. Ja, ja. Okay, Leute, das war's. Das ist unser Deck. Erstmal. Ich bin happy. Wir haben unser Deck, glaube ich, upgraded. Ein paar gute Karten. Also gute Flip-Monster haben wir. Eine gute. Ja. Haben wir eine Falle reingetan? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir machen das nächste Duell. Es wird doch später. Wir haben ja schon Sonnenuntergang. So, schauen wir mal. Ja, mit Maus geht es gut, Leute. Mit Maus geht es sehr gut, glaube ich. Wieder Yugi, okay. Wieder Yugi, der relativ chillig war. Okay. So, wir nehmen natürlich Stein. Oh, wir gewinnen mal mit Stein. Nice, cool. Dafür beginnen wir auch. Deswegen beginnen wir auch mal damit. So, Leute. Wo, Leute, ich weiß nicht. Ah, vielleicht spiele ich doch mal mit. Ja, es könnte sein, dass ihr das Mausklicken gehört, ne? Ach komm, ich spiele mit Controller, glaube ich, Leute. Deckmenü machen wir mit Maus. Ich glaube, es kann sein, dass ihr das hier die Maus hört, dann die ganze Zeit. Das will ich euch nicht antun. Das will ich euch nicht antun, Leute. So, was kann die nochmal? Also, ich weiß, was sie kann, aber welches Monster? Creased. Ah, jedes Monster oder was? Jedes Monster, okay. Ja, ich will jetzt mal mit dem Heil beginnen. Ganz gechillt. Bevor wir andere Sachen machen, andere wilde Sachen. Erstmal schön mit dem Heil reingehen und dann schauen wir mal, was Yugi macht. Aber wir haben ja kennengelernt und haben gesehen, dass Yugi gar nicht mal so stark ist. Obwohl er drei Feinde spielt, das heißt, oder Zaubergarten. Könnte doch noch ein bisschen knackig werden. Ich habe ein bisschen Angst, dass er Spielkraft hat. Deswegen spiele ich jetzt mal nicht unsere beste Karte, die Seeschlange. Ich spiele erstmal den Silberfang. Und schauen wir erstmal, was er da hat, ne? Bevor wir jetzt komplett unsere besten Karten da spielen. Erstmal schauen, was hier geht. Ja, okay. Guck mal, Bandkreis. Ist das so? Weiß gar nicht. Ja, Spellbinding Zirkel. Ungefähr. Und da hat er den Biberkrieger, Leute. Das hatte ich ein bisschen erwartet. Das habe ich ein bisschen erwartet, okay. Halb zu wild. Weil zumindest mal haben wir jetzt den Zirkel getriggert. Oder gebaitet sogar. Das ist okay. So, was habe ich hier? Wie stark ist der? Oh, 1650. Hat aber 4 Sterne, du. Ist krass. Also ist stark hier eigentlich. Können wir spielen. Können wir auf jeden Fall spielen. Dann let's go. Biberkrieger. Ja. Ja, komm. Zerstören wir seinen Biberkrieger und wir greifen an. Mit Silberfang auch, wenn ich glaube, dass es sowas wie Heilige Elfe sein wird oder Steinsoldat. Da gehe ich schwer von aus. Ja. Easy, Leute. Easy. Ich kenne doch. Leute, wir kennen doch unseren Yugi, ne? Wir kennen ihn doch. Wir wissen doch genau, was er spielt. Wäre blöd jetzt, wenn er jetzt opfern würde für Beauftragten der Dämonen oder so. Oder Totenkopf. Ah, okay. Wilder Kobold.
Kann natürlich jetzt unseren Silberfang zerstören. Ist aber nicht so schlimm. Ist gar nicht mal so schlimm, muss man mal sagen. So, was kann eigentlich die Karte? Flip. Wähle eine Trap Card oder eine Feindkarte. Zerstöre sie. Okay, gar nicht mal schlecht. Aber die jetzt zerstören sogar mit. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, wir spielen natürlich jetzt ihn hier. Und pushen ihn damit und werden dann seine heilige Elfe zerstören. Das ist der Plan. So, ich hoffe, er hat keine Falle, die uns zerstört. Hoffentlich nicht. Die Zauberhüte. Auch eine legendäre Yugi-Karte. Ja, lass mal überlegen. Wir greifen natürlich weiter an. Wir greifen an die hier. Ja. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut, Mann. Weil er bekommt es auf 6 zurück, ne? Das heißt. Ja, Leute, scheiße, Mann. Scheiße. Wir haben instant die falsche Karte gewählt. Jetzt kann er den. Wie im Anime den Kobold hier pushen. Das heißt. Obwohl, ne, wir können den Kobold zerstören. Komm, wir zerstören den Kobold. Ja, ist nicht gut. Er kann auf jeden Fall jetzt mit der Karte viel machen. Das ist nicht so gut. So, wir haben keine Falle auf dem Friedhof, glaube ich. Okay. Gut. Ja, okay, schwierig. Mal gucken, was er macht jetzt mit der Zauberkarte. Gar nichts. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Glück gehabt. Wir haben Glück. Auch, dass wir den ziehen. Sehr schön. Okay, das wissen. Okay, wir können angreifen mit der Seeschlange. Wir wissen ja, dass es ist. Seine Elfe. Relativ easy zu besiegen jetzt mit der Seeschlange. Braucht natürlich Glück, ne, dass er jetzt nicht gleich etwas Gutes zieht, eine Monsterkarte, womit er dann die Zauberkarte ausrüsten kann. Das wäre natürlich ein bisschen bitter. Und wäre cool, wenn wir gleich Zoa ziehen würden, dann können wir Zoa spielen. Oder eben Kaijin, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Okay, wir haben unseren Spielzug. Wir geben an Yugi. Und der spielt eine Karte verdeckt. Das, so will ich das sehen, Leute. So will ich das sehen. Okay. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich mitnehmen. Pushen damit unseren Crow. Und könntest du jetzt gewinnen wahrscheinlich, oder? Ja. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Steinsoldat wird ihm nicht helfen. Das war eine gute Verteidigung, aber reicht hier nicht. Die Seeschlange ist zu stark. Und jetzt können wir schön direkt angreifen und das Duell gewinnen, oder? Er bleibt sogar, glaube ich, noch. Aber so gut wie gewinnen. Ah, Nido, es reicht perfekt. Krass. Reicht perfekt. Leute, Mathematik schwierig. Langes her, Mann. Okay, GG, Leute, GG. Ich glaube, wir haben sogar Level 2 jetzt erreicht. Müsste eigentlich, oder? Level 2, nice. Das heißt wahrscheinlich neue Booster Packs, ne? Kann ich mir vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir bekommen da 400 Punkte für, Leute, oder? Nee. Doch, krass, weil wir Level Up bekommen haben. Crazy, Mann. Das ist crazy, Mann. 400 Punkte. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge Geld. Ja, Yugi, tut mir leid. Beim nächsten Mal vielleicht. Lass mal kurz reingehen, weil ich einmal kurz gucken will, ob wir jetzt wirklich neue Packs freigeschaltet haben mit Level 2 schon. Könnte ich mir vorstellen. Oder bei Level 5 dann. Könnte auch sein. So. Nehmen wir nicht. Okay, wahrscheinlich mit den nächsten Leveln so, oder? Level 3, 4, 5 oder was. Okay, dann. Gucken wir mal, ob wir noch ein Duell hinkriegen. Weil es wird immer später. Ich hoffe mal, dass abends neue Gegner kommen. Wir haben ja schon ein bisschen später hier im Spiel. So, komm her. Wo ist ja? Wer hat Bock, Leute? Wer hat Bock? Wo ist grün? Hier ist grün. Okay, hier ist grüne weg. Hier, wenn ich hier gehe, bleibt es grün. Ah, hier? Nee. Natürlich hier ein bisschen. Nee, dann wahrscheinlich die Richtung. Warte mal.
Hä? Okay. Also hier ist noch grün. Warte mal, hier, ne? Hier. Hier kommt der Sachte schon näher. Runter? Ja, hier. Und es ist Joey, Leute. Joey, ein neuer Duellant. Ich bin Joey, ein Duellant. Ja. Ich bin der härteste Duellist. Oder ja, Duellant. Ja, let's go. Komm, Joey. Zeig, was du kannst. Zeig mit deinem Rotauge. Dice Power Deck, okay. Wir bleiben bei Stein, natürlich. Der Stein ist hier echt underrated, Mann. Stein verliert hier oft. Deswegen sind wir nur Zweiter. So, was spielt er? Was spielt? Eine legendäre Karte mit einer legendären Animation. Geil. Ja, wir kennen seine Fallen. Er hat heftige Fallen. Also, das weiß ich. Er hat auf jeden Fall heftige Fallen. So, was kann die? Ich glaube, das Duell kann heftig werden, Leute. So, okay. Ja, wir könnten ihn besiegen, aber ich weiß, dass er eine Falle hat. Ich weiß es aber, Leute. Ich weiß es. Wir wissen, dass alle Leute, was er spielen wird. Spielen wir die verdeckt. Die hier auch. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns einfach zu verteidigen, denke ich. Obwohl, ja, ich meine, komm, lass angreifen. Wir greifen mal an, wir baiten mal rein. Komm. Aber er wird eine Falle haben, die uns hopsen wird. Definitiv. Definitiv. Wahrscheinlich diese eine Falle mit diesen. Ja. Ah, keine Falle. Okay, krass. Das ist ungewöhnlich. Das ist ja diese eine Falle, ne? Ich kenne sie jetzt nicht mit diesen Haken. Er kennt diese Falle, ne? Die legendäre Joey-Falle, ne? Ich dachte, die hätte er ja gehabt. Aber er spielt auch. Ja, okay, das. Okay, er spielt so ein Deck. Hm. Vierer Sterne. Ne, fünf Sterne? Drei Sterne. Kann natürlich unser Monster mehr zerstören jetzt. Und spielt Babydrache. Eine weitere legendäre Karte in der legendären Animation wieder. So, wir kassieren jetzt ein bisschen Damage. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Okay, er hat heftige Fallen, oder? Also, nervige Fallen. Was ist heftig, wenn man hingestellt, aber nervige Fallen. Aber nicht so schlimm. Wir werden weiter angreifen. Wir werden weiter pushen. Und hoffen, dass er kein Glück hat mit seinen Würfeln. Ich glaube, das ist so. Das muss so die Taktik sein gerade. So. Das war's mit dem Babydrache. Nein, könnte bleiben. Ja. Das kann man, ja, wohl, lass das auch nochmal spielen. So. Dann war's das. Du bist dran, Joey. Komm, wir fahren nicht gut. Obwohl. Ah, warte mal. Haben wir da was? Ah. Ja, komm. Das ist mal nicht. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Wir haben nichts gespielt. Ja, nichts gespielt, Mann. Das heißt, wir werden den Toon-Alligator spielen. Müssen leider. Der sieht cool aus, der Sprite. Gefällt mir sehr gut. Sprite ist sehr geil. Also Toon-Deck würde ich auch fühlen, Leute. Aber ab dazu kommen die Leute, dass sie alle Toon-Karten bekommen. Also, das wird schwierig, denke ich. Also Toon-Deck, wenn wir da was zusammen haben, will ich gerne mal spielen, denke ich. Ja, doch. Aber es hängt immer davon ab, was für Karten wir bekommen, ne? Immer schwierig. Ja, Joey ist nervig, ne? Also Joey spielt ein sehr nerviges Deck, also spielt drei Sterne. Das heißt, Alligator, Toon-Alligator, das war's mit dir. Wir ziehen nur den Bug, leider. Den wir natürlich spielen verdeckt.
Mehr können wir nicht tun. Warte, mehr können wir nicht tun. Vorerst. Nochmal eine 6 gewürfelt. Crazy. Weil meine 6 hintereinander. Ist wild. Ist wild. Aber er hat keine Karten, also keine Monsterkarten. Womit er angreifen könnte. Aber wir haben welche. Let's go, Mann. Der Baron, man kennt ihn. Mittlerweile. So. Ich glaube, Joey. Da wir Level 2 sind, kommt er jetzt so. Also, wenn die Charaktere auch stärker, glaube ich, je nach Level. Das heißt auch, dass sie mehr XP geben, ne? Also, wäre schon cool, wenn wir gewinnen. Und Geld auch natürlich. Aber mal schauen. Ich weiß nicht. Ja, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall knackig. Das ist auf jeden Fall knackig. Okay, eine Karte gespielt. Nicht gut. Aber keine starke, damit kann ich leben. Denn wir haben den Bug. Und du weißt, was das bedeutet, Joey. Du weißt, was das bedeutet. Dein Alligator-Schwert kann sich verabschieden. Definitiv. So, was haben wir hier? Wir könnten das aktivieren, ne? Wollen wir natürlich nicht. Macht gar keinen Sinn. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ah, schade, keine Monsterkarte. Wäre natürlich gut gewesen für ein bisschen mehr Damage, aber gut. Baron muss weiter regeln. Okay, du bist dran, Joey. Ja, wollen wir das machen, Leute? Ich meine, es müsste Damage machen. Aber warte mal, ich glaube, wir machen das sogar. Ich glaube, wir machen das sogar. Ja, komm. Das kann doch Sinn ergeben. Denn wir haben hier die Zauberkarte auf der Hand, wo wir direkt Damage machen können. Es reicht noch nicht. Ich glaube, es macht nur 300 Schaden. Aber. Oder wie viel Schaden macht das? 500, okay. Mhm. 500. Es war auch eine Karte, die wir austauschen müssen, auf jeden Fall. Diese Karte. Ist nicht so gut. Ja, das war's mit ihm. Er hat keine Monster, Leute. Er hat keine Monster, Mann. Er hat nur Fallen. Deswegen haben wir jetzt auch gewonnen. Weil wir haben den Kochi gezogen. Kein Plan, wie der heißt. Junge, was ein Name, aber egal. Let's go. Das war's, Joey. Ein wildes Deck gespielt, aber es reicht nicht gegen uns. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele Punkte wir bekommen dafür? Gar nicht mal so viel. Geht eigentlich. Also nicht, eigentlich gar nicht viel. Nee, wir haben nicht viel bekommen. Es war relativ wenig. Für die Stärke des Gegners war das relativ wenig. Nein, ich habe verloren. Ja, Joey gewinnt dran. Leute, aber das war's mit der Folge wieder. Ich sag danke, wir haben 2 Duelle gewonnen. Wir haben Booster Packs gezogen, also es war alles dabei eigentlich. Was man will. In der nächsten Folge werden wir dann mal nachts rumstreifen. Mal gucken, ob wir auf neue Duellanten treffen in der Nacht. Schauen wir mal, Leute. Ich sag danke wieder mal fürs Dabeisein, fürs Liken, Kommentieren und so weiter. Haut rein, Leute. Macht's gut und bye bye.